Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Opposition macht zwar viel Wind, aber davon dreht sich in Deutschland noch kein einziges Windrad. Mit unserem Energiekonzept ist das anders. Es bietet erstmals seit Langem einen belastbaren Fahrplan für die Energieversorgung von morgen. Das hat Rot-Grün nicht geschafft. Das haben die Vorgängerregierungen alles nicht geschafft. Wir haben das gemacht, und ich möchte mich ausdrücklich bei Kollegen Röttgen bedanken für die gute, sorgfältige Zusammenarbeit, die zu diesem Energiekonzept geführt hat. Es geht dabei um den Weg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. Es geht um aktiven Klimaschutz, und es geht um Versorgungssicherheit, und es geht um bezahlbare Energiepreise. Ein wesentlicher Aspekt ist der Ausbau der Netze. Ohne Netzausbau gibt es kein Zeitalter der erneuerbaren Energien. Das wissen auch die Damen und Herren der Opposition. Dazu bekennen Sie sich auch schön brav hier im Bundestag. Aber vor Ort haben viele von Ihnen, Ihre politischen Freunde, das sehr schnell wieder vergessen. Zum Beispiel, wenn es um Bau notwendiger Hochspannungsleitungen und Speicher geht. Da sind viele von Ihnen an vorderster Front bei den Blockierern dabei. Das ist unredlich. Das ist unverantwortlich. Wir werden in Deutschland ca. 3.500 Kilometer neue Leitungen brauchen. Das ist 3,5-mal die Strecke von Füssen nach Flensburg. Das betrifft den Bund, die Länder und die Kommunen. Wir sehen gerade in Stuttgart oder beim Berliner Flughafen, große Infrastrukturprojekte müssen gemeinsam mit den Bürgern geplant und durchgeführt werden. Ich rege daher einen nationalen Pakt für neue Netze an. Vorbild könnte der Ausbildungspakt sein. Ziel des Paktes sollte es sein, die Bürger beim Netzausbau des regenerativen Zeitalters adäquat mit einzubeziehen. Eine Basis dafür könnte die bereits beim Bundeswirtschaftsministerium bestehende Netzplattform sein, wo die unterschiedlichen Vertreter in einem Dialog miteinander stehen, um einen sinnvollen Weg gemeinsam anzupacken. Für uns im Kern marktwirtschaftliche Energiekonzept, marktwirtschaftliche Orientierung brauchen wir Unternehmen. Wir brauchen Unternehmen, die moderne Kraftwerke bauen, Unternehmen, die die Vernetzung der Windräder im Norden stabil mit den Betrieben im Süden den Strom abnehmen, vornehmen können. Wir brauchen Unternehmen, die notwendige Energie- und Kohlendioxidspeicher bauen. Auf die private Initiative dieser Unternehmen setzen wir. Das ist die richtige Balance zwischen Markt und Staat. Das ist soziale Marktwirtschaft. Auf die Stärken der sozialen Marktwirtschaft können wir vertrauen. Das zeigt auch das derzeitige Wachstumswunder in Deutschland. Fragen des Netzausbaus sind aber nur ein Teil des Gesamtpakets. Zu dem Gesamtpaket gehört auch eine neue Energieaußenpolitik. Denn nicht nur in Deutschland verändert sich die Energiepolitik. Von Afrika bis Asien wollen Staaten erneuerbare Energien ausbauen. Viele Staaten wollen ihre Energieeffizienz erhöhen, zum Beispiel Russland. Mit der russisch-deutschen Energieagentur UDEA kommen wir gut voran. Wir wollen neue Exportchancen frühzeitig nutzen. Wir werden das aktiv flankieren mit der Exportinitiative Erneuerbaren Energien, mit der Exportinitiative Energieeffizienz und mit dem Instrumentarium der Außenwirtschaftspolitik, wie zum Beispiel Hermes-Bürgschaften. Klar ist, mit nationalen Alleingängen ist der Klimawandel nicht aufzuhalten. Wir müssen alle ihren Beitrag leisten. Aber nicht nur beim Klimaschutz brauchen wir starke Partner in der Welt.
Bis auf Weiteres bleiben wir auf den Import von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas angewiesen. Wir arbeiten deshalb eng mit einigen Partnerländern zusammen. Nicht nur die Modernisierungspartnerschaft mit Russland. Wir haben Energiepartnerschaften mit Katar, Nigeria und der Türkei auf den Weg gebracht. Das schafft eine verlässliche Grundlage für die deutsche Industrie, die deutsche gewerbliche Wirtschaft. Und das hilft den Partnerländern bei deren Entwicklung. Es hilft, diese Lieferrisiken zu streuen. Meine Damen und Herren, mit dem Energiekonzept bereiten wir den Weg konkret in das Zeitalter der regenerativen Energien vor. Es kann damit zum Leitkonzept in Europa und weltweit auch Nachahmer finden. Darauf sollten wir uns konzentrieren und nicht die Debatten von gestern und vorgestern recyceln.